Hallöchen, wir sind wieder auf Tour. Guten Morgen, wir sind auf einer Tour, genau. Alex, wie heißt die Tour denn? Die haben wir ganz nett genannt Affe trifft Maus Tour. Auf der Affe trifft Maus Tour sind wir, genau. Was das bedeutet, ne? Da könnt ihr euch vielleicht denken, vielleicht die Maus, aber was der Affe bedeutet, ne? Wo sind wir denn jetzt unterwegs? Wir sind gerade hier Richtung, ich weiß gar nicht, Richtung Osten fahren, hier von Stuttgart aus. Ja. Ja, wir sind gestern angereist, wir sind nach Stuttgart gefahren, haben da am Maxi geschlafen. Wo sonst auch? Heute ging es früh los, also war es für uns früh. Und erstmal gab es einen leckeren Kaffee an der Tankstelle. Kaffee to go. Und jetzt sind wir am Auto und sind auf dem Weg zum Schwanenpark. Genau, es geht heute in den Schwabenpark. Da waren wir noch gar nicht. Fünf neue Counts. Guckt euch mal an, das beste Wetter ist draußen. Also wie sagt man so schön, ne? Es Schlechte gibt kein Kleidung. schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ganz genau. Ob wir das am Ende des Tages auch noch so bestätigen? Werdet ihr nachher sehen. Richtig. Aber erstmal fahren wir zum Schwabenpark, wie gesagt, und dann seht ihr uns vor dem Schwabenpark wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, Ist kalt. ist kalt. So, wir sind jetzt angekommen am Schwabenpark. Da oben ist die Hummelbrummel. Und ja, wir sind vom Eingang, haben gerade geparkt. Es sieht nicht so voll aus heute, aber bei dem Wetter auch kein Wunder, ehrlich gesagt. Also, ja, also stehen, glaube ich, gefühlt irgendwie 30 Autos auf dem Parkplatz. Aber es kamen noch welche danach. Und man sieht direkt hier auf Hummelbrummel vom Parkplatz aus die wilde Hilde und die Achterbahn mit den roten Schienen. Ja, sehr cool Ich auf jeden weiß nicht Fall. den Namen. Ich weiß den Namen gerade auch nicht. Werden wir noch rausfinden. Wie immer sind wir gut vorbereitet, kennt ihr ja. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Machen wir. Alex, na, wie geht's dir? Ja, also wenn ich dann denke, dass ich letzte Woche noch geschwitzt habe und jetzt denke, ich bin in einem ganz anderen Klima gelandet und ich bin gar nicht großartig verreist. Ja, das Wetter ist ein wenig anders als letztes Mal. Guck mal, willst du einen Kletterballon? Ach, guck mal, hier, das ist der Affe. Schimpi drauf. Schimpi, deswegen Affe trifft Maus. Der Affe ist Schimpi hier. Genau, das Maskottchen vom Schwabenpark ist Schimpi. Ja, wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal irgendwie noch einen Kaffee irgendwo trinken. Ne? Ja, wir gucken mal, was es hier so gibt. Wir waren ja noch nie hier, von Nee, daher es regnet gerade ein wenig. Schauen wir mal. Und kalt ist es. Wir jammern nur rum heute. Oh. Wir gucken mal, ob wir was für einen Kaffee finden. Wir sind jetzt hier am Affengehege. Es gibt hier Affen. Schimpansen und was weiß ich noch für Affenart. Aber ich glaube, Schimpansen sind es. Und hier kann man die auch, wenn man will, gibt es einen Futterautomaten. Es regnet ein wenig, wie man sieht. Bestes Wetter haben wir schon gesagt. Aber wir fuchsen uns hier schon rein, wird schon irgendwie werden. Jetzt versuchen wir erstmal irgendwie ein bisschen was Warmes zu trinken zu finden. Na, Alex? Meine Hand stirbt ab. Alex Hand stirbt ab. Wir jammern heute gar nicht. Ne? So, wir haben jetzt einen Shop gefunden, wo es was zu trinken gibt. Ich habe einen Kaffee, Alex hat einen Kakao. Ja. Boah, ist das kalt hier, ey. Prost. Wie soll das erst im Winter werden? Also, wir sind verwöhnt von dem ganzen guten Wetter in der ganzen letzten Zeit hier. Und jetzt haben wir gerade mal bei ihm 10 Grad und dann frieren wir schon hier. Aber der Körper gewöhnt sich ja wieder dran, von daher. Ich denke auch, ja.
Die Kinder, ich habe Hoffnung für den Wintertraum. Die Kinder spielen hinter uns mit, beschießen sich mit Stoffbällen. Ja, ist voll cool. Das eine Mädel schießt aber immer nur die ganze Zeit, aber da sind keine Bälle drin. Okay, na gut. Ja. Ja. So, wir bemühen uns gleich bestimmt mal zur ersten Achterbahn oder so. Mhm. Mal schauen, was wir fahren können hier. Genau. Na Alex, wir gehen jetzt mal diesen steilen Berg jetzt hier hoch. Hier fährt irgendwie nichts. Ist echt leer hier. Also, der Park ist sehr, sehr leer und ich denke mal, dass die dann halt so zeitslotmäßig Attraktionen aufmachen. Ja. Wir gehen jetzt mal zur Hummelbrummel. Genau, die ist da. Ja, das ist von Wiegand, ne? Ein, wie heißt das Ding denn? WeFlyer oder so? WeFly? Keine Ahnung, was WeFly. Ja, man kann das auf jeden Fall, glaube ich, vom Tempo selber steuern. Ja, bin gespannt, noch nie gefahren. Ich auch. Und wir dürfen noch On-Ride-Aufnahmen machen. Wir haben nämlich vorher angefragt und haben eine Genehmigung für bekommen. Sehr nett, Dankeschön. Ja. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Genau, oh, jetzt sind wir auch gleich da. Ich bin schon außer Atem, ey. Diesmal nicht so nah. Ja, Gott sei Dank, echt. Was fahren wir jetzt? Hummelbrummel. Gut. Also auf das Gerät hier, da, die wilde Hilde, freue ich mich nachher auch noch. Bestimmt sehr witzig. Danke. Hui! Bremsen? Ganz witzig. Besser als jeder SLC. Ja, klar. Der Abstand nicht eingehalten wird. Count 1. Juhu! Da ist die nächste Achterbahn. Es geht wieder in den Bahnhof. So, wir sind jetzt gerade die Hummelbrummel gefahren. Das ist mal ein echt lustiges Gerät. Ja, das ist cool. Kannst du selber Gas geben. Schon nicht mega schnell, aber schnell genug. Macht Spaß. Mal was ganz anderes, mal unter der Stirnzähne und Gas zu geben. Oh ja, das war lustig. Ein paar Aufnahmen habt ihr ja gesehen gerade von der Fahrt. Echt, also das Ding ist witzig. Die werden wir nachher nochmal machen. Ja, die machen wir auf jeden Fall nochmal. Coaster Count plus 1. So, direkt den nächsten Count holen jetzt. Ja. Ja, Alex, traust du dich? Naja, was heißt trauen? Das überschlägt sich ja nicht. Schaukelt ja nur. Dann fahren wir jetzt mal die wilde Hilde. Ja. Oh, Planänderung. Die wilde Hilde will uns gerade nicht haben. Fair ist geschlossen. Dann fahren wir jetzt halt hier die Force One. No. Geh vor. Jetzt sind wir gerade hier die Force One gefahren von Zira. Kleines Peeling. Ja, er hat gerade schön geregnet dabei. Ich hoffe mal, das On-Ride ist nicht zu verregnet geworden. Aber erste Reihe gefahren, Spaßmaschine. Macht, ja, schöne enge Kurven, die drücken ordentlich. Ja, auf jeden Fall macht Bock. Kann man mal ruhig eine Runde fahren mit. Oh ja. Mit der Force One. So, und wir erkunden jetzt den Rest des Parks noch hier. Wir gehen mal jetzt in den Backstage. Backstage. In den Backlot-Bereich. Keine Ahnung, ich denke mir den Namen einfach aus. Oh, so, hier links, was haben wir denn hier? Ach ja. Ah, komm mal hier, guck mal, was ist das denn zum Clown? Was ist denn das da? Oh, das ist Schimpi. Das ist wieder Schimpi, das Maskottchen. Ja.
Was haben wir denn noch Schönes hier, hier hinten? Eine Rutsche? Ja. Da ist eine Rutsche. Boah, ich habe Angst hinzufliegen. Da ist eine kleine Rutsche. Damit rutschen wir jetzt aber nicht bei dem tollen Wetter. Und auch sonst nicht. Ja, Alex macht wieder Instagram-Fotos. Ich mache Instagram-Fotos. Ja. Kennt ihr unseren Instagram-Kanal schon? Bestimmt, ne? Wenn nicht, dann blende ich euch gerade hier ein. Geht mal drauf. Alex gibt sich immer sehr viel Mühe mit den Fotos. Also gebt ihr mal eine Chance. Ja. Wir stehen jetzt hier irgendwie rum und hoffen, dass der Regen aufhört. Alex quetscht sich gerade irgendwie da rein. Ich bin fast gestorben. Pass auf. Hier ist nicht nur Verletzten hier. Ja. Gucken, was noch hier so ist. Ja, wie gesagt, die wilde Hilde fährt ja gerade nicht. Und ja, wir gehen aber jetzt hinten durch den Park, durch den hinteren Teil und gucken mal, was da noch so schön ist. Es ist wahrscheinlich so ein paar Kinderattraktionen. Aber die zeigen wir euch dann, was es noch so gibt. Ihr wollt ja nicht nur die Thrill Ride sehen, sondern auch, was es für Kinder gibt, ne? Das machen wir gleich. Hier ist das Café Sam. Ja, Café Sam ist hier und da gibt es auch Waffeln, heiße Getränke. Ja, im Sommer kann man schon super draußen sitzen. Oder auch jetzt, wenn das Wetter besser wäre. Und eine Kokosnuss. So, ich wollte euch ja zeigen, was es auch für Kinder gibt. Und hier ist die... Was ist denn hier für Kinder? Willst du die fahren? Irgendwie nicht, ne? Gucken wir doch mal hier. Gucken wir mal da rein, ob wir was sehen können irgendwo. Ja, ich glaube, hier kann man ein bisschen was sehen. Ja, da hinten sind die Pferdchen gerade unterwegs. Sag mal, wie wär's denn eigentlich mit einer Runde Wildwasserbahn? Ja! Wollen wir mal gucken, was hier gibt? Was ist denn hier? Da kommt irgendwie Wasser runter, aber ich glaube, die ist für Kinder nur, ne? Oder? Das Ding hier. Ich dachte, das ist Kanu, ne? Ja, ich glaube, die ist nicht für Erwachsene gedacht hier. Ja, müssen wir nochmal weiter suchen. Ja, ne? Suchen wir nochmal weiter, ob wir die Wildwasserbahn finden. Ja. Ja, ja, die Kinder-Kanufahrt fährt heute aber auch nicht. Oder weil zu wenig Andrang ist, keine Ahnung. Sackgasse, oh, da müssen wir jetzt umdrehen. Ja. Okay, dann drehen wir um. Ja, wir haben die Wasserbahn gefunden. Ja, haben wir. Ja, gefunden, muss ja. Muss da nicht Wasser drin sein? Ja, ich glaube, da fährt nichts. Ja. Ich verstehe das. Es ist doch traumhaft schönes Wetter heute für Wildwasserbahn. Ich weiß auch nicht, was die haben. Fährt das Ding einfach nicht. Naja, gucken wir weiter. Dann eben nicht. So, jetzt sind wir gerade hier den Raupen-Express gefahren. Sehr spaßig, ja. Wir können gleich doch noch Wildwasserbahn. Ja, der Operator hat gesagt, er macht gleich die Wildwasserbahn auf. Yes! Ja. Und die Sonne kommt raus. Perfekt. Und jetzt fahren wir mal hier einen Powered-Bob. Genau. Wunderbar in den Wald angelegt. Bunnyhofs. Oh. War ein bisschen zu wenig Abstand zum Wagen vorher. Ein Eichhörnchen rechts. Hallo. Noch eins. Hi. Helix des Todes. Ja, Strecke ist ganz gut lang. Aber ich glaube, ich habe zu wenig Abstand nach vorne. Wir fahren hier relativ langsam. Ja, irgendwie kommt jetzt keine Power mehr hier richtig. Ja. Geht der noch weiter? Ja, man kommt an. Man kommt an.
an. Na, wie war die Fahrt? Ja, war ganz spaßig. Am Anfang war es schnell und auf einmal sehr langsam. Genau, es ging eigentlich nur noch hoch. Scheiße, ich will gar nicht mehr aufsteigen. Doch, doch. Das war nicht elegant, das kommt nicht weit. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, das ist ja mein erster Powered Bobsled Coaster. Ja, war ganz lustig und hat sehr gequietscht, aber es ist halt auch nass, von daher. Hey, war cool. Was ist das für eine Maschine hier? Eis? Schokolade und Vanilleeis? Soft-Eis? Oder was kommt da raus, Alex? Ich denke mal Soft-Eis. Ja. Aber ich finde die Musik viel interessanter. Ja. Das hat sich, ich habe das Gefühl, ich bin gerade in irgendeinem japanischen Freizeitpark gelandet oder so. Okay, ja. Ja, nach dem Bob hören wir schon das Rauschen der Wildwasserbahn. Wie können Sie doch noch fahren heute? Ja, da gehen wir da jetzt gleich mal hin. Bei dem Wetter ist natürlich eine beste Idee, eine Wildwasserbahn zu fahren, aber wir wollen das hier abchecken, bevor ich das Ding was ist. Nur die Harten kommen in den Garten. Ja, genau, nur die Harten kommen in den Garten. Gehen wir jetzt mal zu der Wasserbahn, gucken, ob sie aufmacht. Dann fahren wir jetzt mit der Wildwasserbahn. Ich bin sehr gespannt, wie das wir werden. Ist mal eine geile Idee, weil 10 Grad und regnerischem Wetter. Ja, die Wasserbahn, Wildwasserbahn zu fahren. Ja. Na, wie war's, Alex? Ich bin trocken geblieben. Schön, weil ich das ganze Wasser abgefangen habe. Was hättest du abbekommen sollen? Also, was ist mit dir passiert? Bist du Marathon gelaufen? Oder? Ja, es war so an. Ich bin gerade kurz hier 10 Mal um den Park gelaufen, deswegen bin ich so feucht überall. Ja. Ja, ich habe mich Tode geschwitzt hier. Ja, nee, das war die Wildwasserbahn. Ja, lustig, kann man gut fahren. Ja. Standard-Layout, eine kurze, eine hohe Abfahrt. Ja, man wird gut nass auf jeden Fall. Das ist richtig. Ja, war die Wintereinstellung, hast du gesagt. Jetzt machen wir mal ein Foto von dem Peter, damit die Nachwelt es auch weiß. Ja, genau, machen wir mal ein Foto. So, noch eine Attraktion hier, eine klassische Bottichfahrt. Hier mit verschiedenen Märchen thematisiert, Aschenputtel, andere kann ich nicht, gestiefelte Kater. Guck mal, Klassiker, muss ich nie im Park gar nicht rein. Zum Ausruhen, Entspannen mit Oma und Opa. Kann man das schön machen. Hallo. Ja, der hat keinen Bock auf uns. Hennes. Wo ist Hennes? Hennes. Hennes ist da. Wenn ihr Hennes nicht kennt, Hennes ist ein Ziegenbock. Oh, das war noch ein anderes Tier. Und ein Alpaka. Alpaka. Ein Lama? Oder Lama ist das. Ist ein Lama, glaube ich, ne? Ja, der Streichelzoo halt hier, ne? Gibt auch einen Streichelzoo anscheinend. Und weiter geht's in der Kategorie, was gibt es denn für Kinder hier? Es gibt hier die Kindererlebnishalle. Ja, was gibt's denn da so drin zu sehen? Ich will da natürlich auch nicht reinfilmen, wo die Kinder da wieder spielen. Ein kleines Rundfahrgeschäft mit Flugzeugen, einem Trampolin, Bällebad. Ja, sowas gibt es da drin. Wie gesagt, jeder ist nicht rein, ne? Nicht die Leute filmen, stören. Aber es gibt eine Kinderspielehalle hier mit diversen kleinen Attraktionen. Wo ist die Alex denn geblieben? Ich finde sie gar nicht. Ach, da. Hallo! Da ist die Alex, hat sich versteckt von mir. Verstehe nicht. Was haben wir denn hier noch für ein Gerät? Nessie. Das ist Nessie. Ist aber ein freundliches Seeungeheuer. Und das sind so kleine Krokodile im Boot. Niedlich. Ja, ganz süß gemacht. Ne? Ja. So, gehen wir weiter. Nessie nehme ich mit, der ist niedlich. Ja. Ja, wir haben jetzt nach langer Suche das Restaurant gefunden. Hat es auf? Hat es nicht auf? Er hat auf.
sitzen Leute drin. Gut, dann gehen wir jetzt mal was essen und trinken. So, wir haben das Restaurant gefunden, es gibt auch was zu essen. Ja, ich habe eine Spaghetti Bolognese, Alex ein Schnitzel mit Pommes und wir haben uns noch zwei Bierchen vom Fass gegönnt. Alex zum Wohle. Auf euch, ihr Lieben. Wir haben jetzt gegessen hier und versuchen gerade ein paar Instagram-Stories hochzuladen, aber der Handyempfang ist hier äußerst bescheiden. Also, falls ihr hier irgendwie Sky Go Bundesliga gucken wollt, könnt ihr es vergessen. Das ist echt wie im Bunker hier. Ja, es geht nicht zurück. Im ganzen Park nicht. Nee, es ist wirklich, aber das ist uns schon selbst in Stuttgart, also wir haben eigentlich richtig gutes Netz sonst. Aber wir haben echt Probleme, auch in Stuttgart, ne? Im Hotel, da war auch kaum Netzempfang. Also ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Antennen oder Sendemäste ausgefallen sind oder, ja. Warten wir mal ab. Hm? Ja, kann man nichts machen. Na gut, wir gehen gleich wieder raus und versuchen die wilde Hilse zu fahren jetzt gleich. Tommy ist die Santa Lore und wartet auf dich. Heuer an, du Landratte, und nimm die Beine in die Hand, sonst trete ich dir mal richtig auf die Füße. So, Alex möchte jetzt das Maskottchen, den Chimpi, aus diesem Automaten sich ziehen, was wahrscheinlich bestimmt klappt. Ja, dann klappt es doch auch, oder nicht? Dann probier das doch mal aus. Toll. Lieber Schwabenpark, wo kriegt man denn jetzt den Chimpi kaufen? Das wäre jetzt ganz gut zu wissen. Weil er ist ja schon niedlich, ne? Und daraus? Ja, da habe ich kein Händchen für. Vielleicht gibt es den ja im Souvenirshop, falls der aufhat. Müssen wir mal gucken. Es gibt einen Souvenir im Bar? Es gibt einen Souvenirshop hier, ja. Einen Knoten in der Zunge. Mhm. Dann lass uns da gucken. Gut, machen wir das. Ja, so, es regnet und jetzt sind wir auf der Traktorbahn. Die hat nämlich ein Dach. Genau. Jetzt sind wir schon trocken. Ja, wir haben gerade gesehen, dass die Lille Hilde aufgemacht hat. Ja, scheiße. Und das Wetter ist gerade suboptimal dafür. Aber hinter uns ist schon wieder blauer Himmel. Ja, wird schon gleich wieder gehen. Wir werden gleich das Sonnenfenster nutzen, um die wilde Hilde zu fahren. Jetzt fahren wir erstmal die Traktorbahn ein bisschen weiter. Ruckelt irgendwie. Dann ist der Bauer mit der Kuh. Ja. So, nach dieser genialen Traktorfahrt hat der Regen nachgelassen und jetzt geht es. Wohin, Alex? Wohin geht es? Naja, der Peter will wilde Hilde fahren. Ja, den letzten Count noch holen hier. 4 haben wir schon, den 5. jetzt noch, dann ist Full Count. Von RES, ein Rollerball. Toll. Habe ich auch, weiß ich nur, weil ich es gerade gelesen habe. Ja, geht hoch hinaus hier, würde ich sagen. Freust du dich? Mhm, mega. Oh, scheiße. Ja, lustiges Gerät. Ja, jetzt sind wir gerade einmal die wilde Hilde gefahren. Jetzt haben wir alle 5 Counts, die es hier zu holen gibt, geholt. Full Count hier. Ich habe es tatsächlich überlebt. Ich schwankte vor der Fahrt. Ich wusste ganz genau, entweder ich mag sie oder ich hasse sie. Also ich habe gelacht. Ja. Also ich habe zuerst gedacht, oh nein, was mache ich hier? Aber ich habe halt echt Höhenangst. Und sieht nicht von außen hoch aus, aber wenn man drin sitzt, ist es was anderes. Man schaukelt, ja. Hat einen sehr guten Überblick über das ganze Gelände hier, wenn man da hochfährt, entspannt. Aber er musste doch recht
leicht lachen da. Ja, war irgendwie lustig. Schön geschaukelt hat's. Nee, ist mal was ganz anderes, so ein Rollerball. Interessantes Style, ja. Zum ersten Mal gefahren. War ganz witzig. Ja, und jetzt haben wir alle Achterbahnen, wie gesagt, alle Counts. Und ja, jetzt gehen wir ein bisschen durch den Park, dann gucken wir, was man noch so an Kleinigkeiten machen kann. Genau, das machen wir. Ja. Papageienbahn. Die fährt hier einfach mal so einen kleinen Rundkurs. So eine Art Monorail. Oh, hier ist noch eine Oldtimerfahrt. Hier ist auch noch eine Oldtimerfahrt. Cool. Ja, machen wir erstmal hier die andere Bahn. Ne? Guck mal hier, Teetassen oder sowas. Dann gehen wir jetzt mal hier die Treppe hoch zur Station. Ja, jetzt fahren wir die Papageienbahn. Die ist ganz umweltfreundlich. Man muss treten selber. Genau, wenn man nicht tritt, dann hört es auf. Ja, wenn man nicht tritt, bleibt das Ding einfach stehen. Das ist ganz einfach. So, jetzt sind wir die Papageienbahn gefahren. Ja. Muss man selber treten, wie gesagt, ganz spaßig. Die Sonne kam raus, war eine schöne kleine Panoramafahrt. Und wir haben entdeckt, unten gibt es noch eine weitere Oldtimerfahrt, Tommys Garage. Die machen wir natürlich jetzt auch. Ja, die machen wir jetzt auch noch. Voll Gas geben wir heute hier. Nach der krassen Tommys Garagenfahrt müssen wir uns jetzt stärken und wir gehen jetzt mal ins Café Sam und versuchen eine Waffe zu kriegen. Ja, es regnet nämlich wieder. Sehr gut. Nicht zu süß. Richtig gut. Schön warm. Wird ja frisch gemacht. Sind ja ganz viele Waffeleisen da um die Ecke. So, jetzt haben wir eine etwas längere Pause im Café Sam gemacht, weil es war gerade Weltuntergang hier. Da kam ja sowas von der Regen runter. Ja, es hat ordentlich krass geregnet. Kommt immer noch ein bisschen, sind aber die Bäume, wo das sowas runterkommt. Da hinten sieht schon wieder dunkel aus, deswegen gehen wir schnell rüber. Es gibt nämlich noch hier einen Dark Ride. Ja! Hätten wir fast vergessen zu machen. Mal sehen, genau. Wie der so ist. Guck mal, da sind die Affen wieder. Da sind die Apes. Die Monkeys. Und klettern rum. Ja, die haben Spaß. Wir auch, so ist ja nicht. Ja. Wir haben auch Spaß. Dann gehen wir mal rüber zum Dark Ride Azura, oder wie heißt der? Werdet ihr gleich sehen, wie er heißt. Ich mache eine kleine Aufnahme, wenn wir reingehen. Genau. Bis gleich in Azura oder so ähnlich. Ja, für Kinder gibt es hier auch noch so ein Airball-Battle. Ja, da können die hier sich gegenseitig beschießen mit so Schaumstoffbällen hier, ne? Also nichts Schlimmes. Witzige Sache auf jeden Fall. So, sind wir am Dark Ride angekommen. Er heißt wirklich Azura. Ich habe noch kein Video davon gesehen. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Schauen wir mal. Ich mache einen On-Ride, wenn es hell genug ist. Jetzt sind wir Azura gefahren, nicht Azuro. Azura. Ja, ihr habt ja Aufnahmen gesehen. Das ist ein Wasser-Darkride. Mit dem Boot fährt man im Kreis und da ist eine Fontäne schon innen drin. Ja, sehr stimmungsvoll. Richtig, richtig schön. Stimmungsvoll, wirklich echt gut. Man hat das Gefühl, man ist so. Andere Welt. Ja, total verzaubert gewesen. Dann noch der IMAscore-Soundtrack dazu. Also klang sehr stark nach IMAscore. Yes, ja, also. Das war echt, ja, das war was Tolles. Irgendwie mal hätte man gar nicht mit gerechnet. Also, mach das. Macht es. Macht den Wasser-Darkride hier. Und wir fahren jetzt noch erstmal noch eine Hummelbrummel. Genau. Ja, das war jetzt unser Besuch im Schwabentag. Der erste Tag der. Schwabenpark. Was hab ich denn gesagt? Tag. Das war der Schwabentag im Schwabenpark. Ja, war sehr schön hier. Süßer kleiner Park. Ein paar coole Rides, habt ihr gesehen. Besonders hier, die Hummelbrummel ist witzig. Ja. Und ja, das war der erste Tag der Affe trifft Maus-Tour. Ja. Und wir gehen jetzt zum Auto und fahren ins Hotel. Und morgen geht es schon weiter. Also bleibt dran, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und falls euch das Video gefallen hat hier im Schwabenpark, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Ne? Genau. Also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Video. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Thank you.